Hallo zusammen, ich habe einen Bolero, der nennt sich Sandrine. Den stricke ich wie meine meisten Bolero aus Kaschmir Merino und Baby Alpaka. Und dieses Modell, da ist das Besondere, dass ich da noch zusätzlichen Rand drum häkle. Dafür nehme ich ein Alpaka-Seide-Gemisch und umhäkle komplett den Rand. Dadurch hat man so einen kleinen Kontrast und einen etwas anderen Abschluss als bei den anderen Jacken. Und hier habe ich das Modell Sandrine. Das hat sich die Kundin gewünscht mit Herzen im Ärmel. Zeige ich mal kurz. Hier sind Herzen eingestrickt. Genau, entlang des Arms so. Und dann im Frontbereich ein passender Herzknopf. Und dann umhäkle ich eben den Rand. Ja, also ich habe, also normalerweise Jacken komplett stricken meine Strickerin, eine Strickerin, die das von zu Hause aus machen. Jetzt, weil ich doch ziemlich viele Bestellungen habe, versuche ich so ein bisschen das, was ich kann, den letzten Schliff, den wenigstens abzunehmen, um ja möglichst schnell einige Jacken zu bekommen. Und mir macht das auch Spaß, ab und zu was allein zu machen. Klar, ich habe noch mein Stola-Projekt, wer vorhin das gesehen hat, die ist auch noch nicht fertig, aber das klappt auch noch, heute oder morgen. Genau, und das ist ja immer wieder nur mal ab und zu etwas. Ansonsten kümmere ich mich um den Job. Also neue Modelle, Fotos machen, Modelle einpflegen, solche Sachen. Und natürlich bekomme ich auch viele Mails, wo Bräute fragen, was am besten passend ist. Und da kann ich nur einen Tipp geben, wenn auch Sie sich fragen, welche Jacke ich empfehlen würde, schicken Sie mir am besten ein Foto von ihrem Kleid oder auch einen Link, wie das Kleid heißt, dann kann ich mir das auch im Internet raussuchen. Und dann kann ich da mal hier und da einen Tipp geben. Also vielleicht liegen sie mit ihrer Wahl schon richtig. Oder ich gebe da noch mal eine Empfehlung, was besser passen könnte. Was ich vor allem sagen kann, ist in der Regel dann auch, welche Farbe am besten passt. Obwohl sich generell sagen lässt, also ich würde mal fast sagen, 85% oder 90% der Bräute, die bei mir bestellen, bestellen ihren Bolero in Off-White. Und das passt fast immer. Weil die Kleider, die es gibt, die sogenannten ivoryfarbenen Brautkleider, lassen sich super gut mit dem Off-White kombinieren. Das ist kein hartes Weiß. Es bildet keinen Kontrast und passt in der Regel hervorragend. Das Creme passt tatsächlich nur zu eindeutig cremefarbenen Kleidern, die gibt es noch. Sehe ich ab und zu, wenn Kunden mal hier sind, dann gibt es auch wirklich starke cremefarbene Kleider. Aber es ist eben die Ausnahme. Oder wenn sie ganz in Farbe heiraten, dann geht natürlich beides. Ja, und wenn sie ein rein weißes Kleid haben, dann würde ich empfehlen, eine Kaschmirjacke zu nehmen, weil das Kaschmir ist wirklich schneeweiß. Das passt wunderbar. Oder ich habe noch die Farbe Puder. So, hier und da, also vor allem beim Modell Fee findet sich ein Bild. Das sieht auch ganz wunderbar zu weiß aus, also das harmonisiert damit total gut. Ja, ich werde jetzt hier diese Jacke fertig machen und mal sehen, was es noch an Bestellungen gibt. In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!